Ah, fick mich doch. Denn endlich funktioniert das hier. Alles ist gebaut, bis auf dieses Förderband. Keine manuelle Zufahrt mehr für euch. Ihr kriegt jetzt euren Shit. Offensichtlich haben die Trucks alles manuell angeliefert. Das ist natürlich sinnvoll, aber das ist nicht das, was ich haben wollte. So, meine Reserve schütt gut, wenn der Sand ausgehen sollte oder nicht mehr zugänglich ist ohne weiteres. Wie gesagt, ich habe lieber das Gestein zum Verschütten als den Sand. Der Sand ist mir ein bisschen zu wertvoll in der Hinsicht. Wobei, vielleicht sollte ich sowieso bei Gelegenheit umstellen, weil ich kann zum Beispiel hier einige Materialien nur mit Sand Dingsen. Ich vermute, ich kriege für jede von den Rohstoffen irgendwo einen Bergwerk später. Ich bin mir ziemlich sicher. Für Erde vielleicht nicht unbedingt, aber auch nicht unbedingt für Gestein, aber für Sand werde ich wahrscheinlich eins kriegen. Oder ich muss nachher Sand aus Dings herstellen, aus anderen Rohstoffen. Aber ich brauche das ja für die Silikatherstellung, deswegen wäre das vielleicht sinnvoll, nicht allen Sand für Beton zu verwenden. Hier sind die Rohstofflager auch weitestgehend gefüllt. Ich glaube, ich baue den hier nochmal eine weitere Ziegelproduktion. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dann kann ich mehr Beton für andere Sachen nachher verwenden. Dann muss ich nicht unbedingt die Ziegel benutzen, die Beton für alles benutzen. Okay, machen wir das anders.
Eigentlich, wo ich das hier alles gerade so habe, dann nimmt auf der Straße nicht so viel Platz weg. Dann kann ich ja eigentlich hier meine Nahrungsmittelproduktion aufbauen. Ich brauche mal eine Mühle. Das ist immer ein bisschen problematisch. Irgendwas produziert er später auch noch, dass Flüssigkeiten produziert, wie scheint. Na gut, geben wir dem ganzen Müll noch ein bisschen mehr Platz. Wieder ein geistiger Durchstarter. Smack me sideways, die haben die Bäume richtig weggefräst hier. Nice. Kannst du gleich mit der nächsten Ebene weitermachen. Keine Sorge, ich werde auch noch eine Anlage einrichten, aber ich muss erstmal den ganzen Bereich hier plätten. Ich stelle gerade fest, die hier können auch nichts mehr machen. Scheinbar ist es eigentlich egal, wo ich diese Dinger herstelle, wa? Das muss ich auch noch mal genauer untersuchen. Weil dann kann ich die einfach irgendwo hinbauen und überall auf der Karte dann entsprechend die Abbaugebiete festlegen. Weil bis jetzt habe ich die eigentlich im Prinzip immer direkt an die Abbaugebiete gestellt. Ich meine, auf die Weise sammeln sich natürlich auch die Fahrzeuge direkt an der Abbaustelle. Wir müssen nicht erst über die ganze Karte flexen. Aber da geht was, würde ich sagen. Wenig genug Wartung. Habe dieses ungleichmäßige Gefühl, dass das Spiel mich immer noch hart verarschen will.
So, fickt euch. Wartung. Hier. Zack. Boom, bam. Okay, wird Zeit, dass wir Energie produzieren. Irgendwo. Müsstet ihr jetzt nicht losstürmen und da oben abbauen? Warum bist du nicht in der Lage, das zu machen? Jetzt. Diese ungleiche Rampe, die ich vorhin erstellt hatte, muss geleert werden. Dann kann meine Abrisseinheit da hoch und die Bäume verlegen. Wobei, mich wundert, dass sie die Bäume hier nicht abarbeiten. Ich hab die doch markiert. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin blöd, ich habe vergessen, das Ding abzuschalten. Ich weiß, ich kann meine Gebäude aufwerten, aber das lasse ich im Augenblick. Theoretisch müssten die jetzt auch da hochkommen. Oder diese ganzen Ungereimtheiten im Gelände halten meine Jungs auf. Das wäre ziemlich arsch. Scheinbar nicht.
Aha. Auf die Weise ist der Hirten nämlich jetzt auch endlich weg. Ich kann hier wieder in Ruhe bauen. Darum ging es mir eigentlich, dass der hier hinten verschwindet. Backanlage. So, mein Getreide wird gemahlen, so wie ich das gerne habe. Allerdings gibt es hier noch ein ganz klitzekleines Problem. Ich habe zu viele verfrickseimerte Kartoffeln, die sich damit reinmischen. Das war vielleicht ein kleiner Fehler. Hätte die Scheiße vorher lehren sollen. Das würde jetzt auch nichts bringen. Okay, die Lager hier hinten sind leer im Augenblick. Das heißt, das Abtransport von den Müll sollte eigentlich kein Problem sein. Ich muss nur immer wieder volllaufen und dann wieder entleeren. Das ist zwar eine nervtötende Aufgabe, aber immerhin. Es geht. Ich habe doch nur ein Feld für Gemüse. Verbrauchen die den Scheiß nicht? Fressen die kein Gemüse in dem Laden? Nein, natürlich nicht, weil ich nicht eingeschaltet habe, dass sie Gemüse fressen sollen, weil ich das Ding ja noch nicht gebaut hatte zu dem Zeitpunkt. Gehirnschmerz. Aus, Bebe. Wasserpumpe muss auch mal gebaut werden. Ich frage mich, was passiert, wenn ich zwei Materialien in einen flachen Dingens hier verteile, reinpacke. Ob ich dann filtern kann, aus welchem was rauskommt? Das würde mir das unglaublich erleichtern. Auf der anderen Seite, ich kann dieses Ding nicht kontrollieren, glaube ich, außer mit den Prioritätengeschichten. Ich habe es eigentlich noch nie versucht, zwei verschiedene Ressourcen da reinzuleiten. Aus- und Eingangspriorität. Es ist wirklich nur zum gleichmäßigen Verteilen von einer Ressource gedacht. Möchte ich wetten. So, die Brotzeit ist angebrochen.
Ich muss nur die ganzen Kartoffeln loswerden. Auf die Weise kann ich den Weizen auch gleich wieder einspeisen. Oder falls ich mal über weiter entfernte Felder habe, kann ich da auch gleich hinliefern. Perfekt. Ich sehe auch gerade, da können die im Augenblick gar keinen Weizen reinschmeißen. Also kann ich auch in den Dingern auch gar nicht mischen. Und du nimmst jetzt nur noch Weizen an. Seht mal, Cornflakes. So, jetzt. Das ist eine Menge Weizen, würde ich sagen. Ich behaupte mal, meine Brotproduktion steht nichts mehr so wirklich im Wege. Und sogar das Tierfutter, was auf der anderen Seite rauskommt, ist super. Jetzt brauche ich nur noch im Prinzip das Ding. Und Abfallsortierer habe ich auch schon erforscht. Sauber. Für alle Probleme haben wir mal eine Lösung. Eigentlich was zum Fick.
So, das würde zumindest die Kohleproduktion erstmal ankurbeln. Ich habe keinen Sprit mehr. Weil mir an Holz mangelt. Ach, Moment. Das ging ja gar nicht so. Moment, was macht ich da mit Tierfutter nochmal? Oh. Ich weiß noch, dass ich Tierfutter irgendwie verwenden konnte. Erstmal ein Problem nach dem anderen. Also erstmal Tierfutter verfrickt nochmal. Kann ich. Mit Wasser Maiskäse verfeuern. Verbrennungsanlage, also zitiert ist. Der Mischer kann ich. Ich glaube, der Mischer konnte da irgendwas machen. Aber ich war der Meinung, ich konnte das in Kompost umwandeln. Oder auch nicht. Ich kann es verdampfen. Hier. Stimmt, der Mischer, der kann das in Kompost umwandeln. Der Kompost. Kompost kann in Erde oder in Dünger umgewandelt werden. Das ist der Biodünger oder auch der organische. Das Rezept wird später noch bestimmt sehr praktisch, wenn ich das Abwasser verwandle. Was ist das? Betäubungsmittel? Medizinische Produkte. Ach, die sind für die Zivilbevölkerung, damit sich heiter. Morphin. Das wird auch noch ein Spaß werden, solche Warenketten zu machen. Ah, ich sehe gerade hier, Ammoniak und Fluorwasserstoff und Stahl werden in Betäubungsmittel umgewandelt. Das könnten sich die Leute also in den Kopf den ganzen Tag über. Nee, dann ist meine beste Möglichkeit natürlich, den Kompost umzuwandeln. Vielleicht kann ich aus Biomasse auch Kompost machen. Aus Kompost mache ich dann organischen Dünger. Eine Mischer habe ich glaube ich noch nicht. Oder doch da, ich habe die Mischer. Dann machen wir das mit der Biogasanlage gar nicht erst. Strom. Ich muss mein Stromproblem lösen. Okay. Ich mache mal eben eine Aufnahmepause, wo ich gerade angerufen werde.